Ich spiele schon länger mit diesem Gedanken, muss ich sagen. Einfach weil ich gerne schreie. Ich liebe es, mir die Seele aus dem Leib zu schreien und irgendwelche Spiele und scheiß Japaner zu beleidigen. Ha! Gibt doch nichts Schöneres. Außerdem verkürze ich ja mit so einem Let's Play mein Leben um gute 10 Jahre pro Minute. Aber wer will schon 100 werden? Deswegen habe ich mir schon überlegt, ob ich mal eine Pokémon Nuzlocke Challenge starten will. Obwohl ich persönlich kein Fan von Pokémon Nuzlocke Challenges bin. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass das für mich wieder eine brutalste Herausforderung ist. Ich bin ja zwar Pokémon-Fan, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für mich trotzdem eine brutalste Herausforderung wird. So eine Nuzlocke Challenge. Einfach um mich selbst zu vernichten. Und dann spielen wir Dead Space auf unmöglich. Dann vernichte ich mich wirklich selbst. Es ist möglich, dieses Spiel da zu spielen. Ja, ich habe es auch schon mal gespielt auf unmöglich. Das ist sowas von brutal. Egal wie sehr du das Spiel kennst, danach hast du wieder Dümmpfiff in der Hose. Oder fette Brocken, je nachdem wie deine Verdauung ist. Eigentlich voll widerlich. Egal. So, wir schnappen uns jetzt hier noch, wo hab ich sie denn? Da. Ich habe eine Rose für dich. Eine rote Rose. So, jetzt wollen wir dich dann noch hier ein bisschen berühren. Oh. Das gefällt dir, Fight, gell? Wenn du berührt wirst. Oh ja. Ich lass mich vorbei. Böser Stuhl auf Doom. Oh, Colleen. Colleen, du wirst jetzt auch schön unsittlich berührt. Oh, das gefällt dir doch, ja. Nein, du wirst nicht unsittlich berührt, Yolanda. Du bist zu alt. So. Wunderbar. Nein, du wirst auch nicht berührt, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Keine Ahnung, wie die heißt. Du willst mir nichts schenken? Willst mir auch nichts schenken? Ihr seid doch alle Kacke. Ihr seid doch alle Kacke. Wie heißt du denn? Maya? War das Maya? Maya, tatsächlich! Mann, bin ich gut! Mann, bin ich gut. Jetzt gucken wir doch mal, ob mein Kaffee schon kalt ist. Ob er schon trinkbar ist. Ja. Ja, der ist schon trinkbar. Das ist gut. Der ist schon fast von meinem Verhältnis ein bisschen zu kalt. Aber ich trinke ihn eigentlich kochend heiß. Meistens so ein bisschen zum Abkühlen, dass man drauf trinken kann. Aber dann wird er runtergegossen. Oh yeah. Ach ja. Hand aufs Herz, meine Freunde. Wer würde ohne Kaffee überleben? Ich nicht. So, wir sind jetzt hier beim Ding hier, genau. Weil hier ist die Karte des Bandes. Aber was muss ich jetzt genau machen? Ich muss jetzt irgendwo was finden, wo Herzen sind und eine Krawatte. Und eventuell noch ein Penis. Gucken wir doch mal hier. Das ist aber... Aha! 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 Herzen! Herz, Herz! Da ist doch ein Herz! Wo hier eine Krawatte sein soll, weiß ich nicht ganz. Ich sehe nur eine Fliege bei einem Pinguin. Mich wundert, dass wir hier einen Opal gefunden hatten, denn es könnte... ist das Bett einer Frau. Es könnte genauso gut sein, dass hier irgendwelche...
strombetriebenen Dinger, batteriebetriebenen Dinger zu finden gewesen wären, denen sie gerne mal liebevoll den Namen Peter geben. Selbstverständlich, meine lieben Freunde, sind es Dinge, die Frauen am Abend tagtäglich benutzen, um sich selbst glücklicher zu machen mit diesen Geräten, die batteriebetrieben sind, die man benutzt, wenn diverse andere Dinge versagen. Selbstverständlich, meine lieben Freunde, rede ich von einem batteriebetriebenen Fernseher, von was denn sonst? Denkt doch nicht immer so schmutzig, meine Freunde. Nein, 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 nein. Denkt doch nicht immer so schmutzig. Was mache ich eigentlich hier hinten? Ich weiß es nicht. So, jetzt hole ich mir mal noch ein Ticket für die Tukaninsel. Denn dort gibt es jetzt noch zwei Schätze. Außerdem will ich den Pinguin mal sehen. Einen wunderschönen guten Tag, Oscar. Ich möchte mir ein Schiffsticket kaufen. Dankeschön. 400 G, um zur Tukaninsel zu kommen. Das ist schon teuer. Das ist schon irgendwie krass. Hey yo, Pascal, ey, was geht, ey? Voll dem Land und so Leben und Meer und so. Du würdest voll krass lieber irgendwas anderes tun. Hier, ich hab was für dich. Voll krass das Schiffsticket. Und damit schipperst du mich jetzt mal bitte zur Tukaninsel. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte damit jetzt übrigens mal, dadurch, dass ich hier Kaffee trinke, ich kann es nicht mal menschliche Lebewesen nennen, weil es Idioten sind. Gut, menschliche Lebewesen sind leider zum Großteil Idioten, das ist leider so. Aber das ist wirklich der Abschaum der Gesellschaft. Okay, nehmen wir gleich zweimal, okay, kein Problem. Das ist wirklich der Riesenabschaum. Und zwar die Leute, die sagen, Leute, nein, trinkt doch keinen Kaffee. Das ist pures Gift für euch. Und der macht auch so süchtig. Ihr könnt nicht mehr ohne Kaffee leben und der ist voll schlecht für euch. Ich trinke jeden Tag gute 2 Tassen Kaffee. Und ich lebe noch. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn ich mal nicht dazu komme, einen Kaffee zu trinken. So, wir haben hier eine separate Bucht. Und das sind nämlich eben diese 2 roten Punkte, die auf der Karte gemeint sind. Hier haben wir eine Bucht. Da können wir etwas mitnehmen. Ein Jade, yeah. Ja, wenigstens das sind halt für mich absolute Trottel, die dann herkommen. Nein, Kaffee ist so schlecht für euch, der bringt euch um, der ist hochtoxisch. Ja, man merkt schon, dass Kaffee hochtoxisch ist. Ja, vor allem wenn in der Arbeit mal wenig los ist, dann erhöhe ich meinen Kaffeeverbrauch mal kurz ein bisschen. Dann habe ich keine 2 Tassen mehr, dann habe ich mal kurz ein paar mehr. Kann es mal sein, dass ich mal eine ganze Kanne vernichte. Je nachdem, wie viel los ist. Kann es dann schon mal passieren, dass ich mehr Kaffee trinke. Denn, wenn jetzt wenig los ist, dann sagen wir auch mal, weißt du was, komm. Halt du mal die Stellung, ich geh einen Kaffee trinken. Ich pack das nicht mehr. So. Okay, hier ist er nicht. Ich bin jetzt gerade nämlich auf der Suche nach dem Pinguin. Muss ich sagen. Damit ich den auch mal gesehen habe. Ich glaube nämlich, dass ich den noch nie gesehen habe. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich gehe jetzt einfach mal hier hinter und gucken wir mal, ob da was ist. Hier war ich ja schon. Da habe ich ja das
den Schatz geholt. Und zwar den Schatz des roten Rackham. Okay, da ist er nicht. Diejenigen, die nicht wissen, wer der rote Rackham ist, einmal bitte schämen und zweimal sofort nachholen, Tim und Struppi schauen. Alternativ dazu zu mir fahren, ich habe alle Tim und Struppi DVD, ich habe alle Tim und Struppi Serien auf DVD. Vorbeikommen, dann gibt es einen Tim und Struppi Abend. Ja, Tim und Struppi ist toll. Nichts gegen meinen Tim und Struppi. So, da gucken wir uns jetzt hier mal um. Wo zum Geier ist dieser verfickte Pinguin? Ich habe keine Ahnung, wo dieser scheiß Pinguin ist. So sehen wir hier mal noch den Riesenblättertang, aber sonst... Ich finde hier echt keinen Pinguin. Leute, wo zum Geier soll hier ein Pinguin sein? Ah, hier kann ich noch entlang. Aha. Ein komplett unerforschter Bereich da. Hallo! Okay, ich lasse es schon. Einmal noch. Ich mag Pinguine. Ich mag die Viecher irgendwie. Aber ich glaube, ich nehme trotzdem meinen Braunbär. Auch wenn ich den Pinguin sehr, sehr cool finde. Ich mag Pinguine. Aber ich will es doch. Ich will halt noch so ein großes Viech haben. Und da bietet sich halt sowas an. So, und Quark. Ja, hier, Frosch. Wisst ihr Bescheid. Quark, es ist so heiß. Willkommen. Ja, willkommen. Hier in dem Restaurant von der Tukaninsel. Quark, es ist ein Frosch und es ist so heiß, es ist die Tukaninsel. Ich habe einen... Wow. Gleich einen Kristall. Sag mal. Das ist ja mal cool. Gleich einen Kristall. Ja, schnappen wir uns mal hier noch die Silberangel. Damit haben wir noch was geangelt hier. Sind das jetzt eigentlich alle Tiere? Ich glaube, jetzt kennen wir doch alle Tiere, wenn ich mich irre. Alle Haustiere müssten wir jetzt eigentlich kennen. Oder gibt es noch irgendein Haustier, das ich noch nicht gesehen habe? Das es gibt, das ich einfach noch nicht kenne. Das wäre auch gut. Vielleicht gibt es ja sowas. Wer weiß. Blöd. Da will nichts anbeißen. Mal kurz hier nachschauen. Ja, futtertechnisch habe ich mehr als genug. Das sieht auch schon ganz ordentlich hier aus, muss ich sagen. Freunde, Hex hat 4 Herzen, das finde ich sehr gut. Ja, das passt mir auch ganz. So, das müsste noch eigentlich alles sein. Das müssten jetzt echt alle sein. Affe! Pinguin! Ich glaube, jetzt kenne ich... Ja, das müssten jetzt eigentlich alle sein. Jetzt müsste ich sie alle kennen. Gut. Gotta catch 'em all, heißt es ja so schön. Nicht wahr? Mann, wäre das schön, alle Viecher zu haben. Also alle Haustiere, meine ich jetzt. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ach ja. Tiere sind schon was Tolles, Leute. Ganz ehrlich, Tiere sind was Tolles.
Man muss auch dazu sagen, so sehr ich ja, ich liebe Tiere extrem. Und es tut mir fast weh, wenn ich sowas sagen muss, aber die menschliche Bevölkerung ist Abschaum. Ich weiß, das kommt jetzt relativ ohne Zusammenhang hier rausgeschossen, aber lasst mich erklären. Die menschliche Bevölkerung ist Abschaum. Warum? Erstmal muss ich natürlich sagen, 90%. Es gibt tatsächlich 10%, die kein Abschaum sind. Was ich damit meine, Leute, der Großteil der Menschheit ist Abschaum, weil er sich nur für sich selbst interessiert. Der Mensch ist ein arrogantes Miststück. Der Mensch ist ein arrogantes Lebewesen, das nur auf sich schaut und nicht auf das Wohl des Planeten zum Beispiel oder auf das Wohl anderer. Stichwort Kriege oder sowas. Auf das Wohl anderer schauen und währenddessen Krieg führen. Ist klar. So eine Logik kann nur der Mensch erstellen. Und so wie der Mensch seine Umwelt behandelt, naja. Ich denke mal. Ich meine, okay, ich mag den Menschen. Ja, ich meine, Frauen und so sind so toll. Ich meine, Frauen sind toll. Aber um es mal wirklich klipp und klar auf den Punkt zu geben, zu bringen. Wir Menschen zerstören unseren Planeten. Würde es keine Menschen geben, würde dieser Planet nicht zerstört werden. Denn Tiere achten darauf. Tiere sind nicht so rücksichtslos wie wir Menschen. Wir Menschen zerstören und vernichten, was wir nicht kennen. Die Tiere, tja, die lassen es halt dann in Ruhe. Schauen sich das halt an, ja, dann ist es halt da. Die zerstören ihren Planeten nicht. Vor allem, was man dazu sagen, Tiere jagen nur dann, wenn sie fressen. Wenn sie Hunger haben, wenn sie fressen müssen. Der Mensch jagt nicht nur aus Futterneid. Der Mensch jagt aus Futtergier, der Mensch jagt, weil es ihm Spaß macht. Der Mensch jagt, weil er ein Arschloch ist. Und eins hat. Aber gut, das sind Tiere auch. Nur mal so nebenbei erwähnt. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass es den Menschen gibt. Selbstverständlich. Weil sonst würde es keine Frauen geben. Aber gut, das habe ich, glaube ich, sowieso schon mal gesagt, dass Frauen sowieso die besseren Menschen sind. Aber da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. Außer vielleicht bei diesen Möchtegern-Gangster-Männern, die meinen, dass sie jetzt die Obercoolsten sind, weil sie so der Herrin, cheer! Und währenddessen im Fitnesscenter sind ihre Übungen ungefähr 10.000 Mal falsch machen und einfach nur mit übertrieben hohen Gewichten arbeiten und die Übungen deswegen miserabel ausführen und denken, dass sie jetzt die überkrassen Mega-Checker sind und auf einmal ist mein Rucksack voll. Und ja, das ist halt dann Abschaum. Leute. Genetischer Abschaum, um es mal so zu sagen. Parasitäre Nebenexistenzen. Aber gut, man muss halt dazu sagen, wir Männer sind einfach gestrickt. Wir Männer sind sehr einfach gestrickt. Einfacher als die Frau. Gib uns eine nackte Frau. Gib uns. Ja gut, selbst dann sind wir eigentlich schon glücklich. Okay, ich gebe sie zu. Oder gib uns einen Schnitzel. Gib uns ein Bier, auch wenn ich kein Bier trinke. Aber ab und zu mal eins, okay, ja. Dann sind wir glücklich. Die Frauen sind ein bisschen schwieriger glücklich zu schätzen, weil die Frauen einfach nicht so dumm sind wie wir Männer. Wir Männer sagen, haha, wir haben jetzt ein Bier von unserer Frau bekommen. Ja, wir haben das erreicht, was wir wollen. Ja. Die Frauen haben etwas von uns bekommen und denken sich dann, Moment mal, jetzt geht da noch mehr. Die Problematik dabei ist, wir Männer sind blöd genug, dass wir noch mehr geben. Ha. Und dann soll nochmal jemand sagen, dass Frauen es nicht gut haben. Und das war jetzt wirklich sarkastisch, denn Frauen haben es scheiße in dieser Zeit. Tut mir wirklich leid, dass ich sowas sagen muss, wobei eigentlich tut es mir überhaupt nicht.